Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist wieder mitten in der Nacht, denn ich nehme gefühlt in letzter Zeit nur noch nachts auf. Aber gut, für euch macht es keinen Unterschied. Wir gucken uns heute den Banger an, ja? Ich habe ein absolutes Schmankerl für euch. Und zwar allein das Thumbnail schon, ja? Du hast diese Kakerlake in dem Babybauch, du denkst dir, was ist da los? Ich dachte, es wäre mein Baby von mylifemystory.de. Bitte claimt mich nicht, okay? Ich glaube, von euch habe ich noch nichts gemacht. Wehe, einer von euch hat das Video schon gesehen. Ich hoffe nicht. Das hat nicht extrem, extrem viele Views. Das ist nicht super, super bekannt. Ist es neuer Content für euch, bitte? Wir gucken es uns an. Ich hoffe, es gefällt euch. Hi, ich bin Maggie. Ich bin 20. Hallo, ich Maggie. Ich dachte, ich verstehe das Leben perfekt und brauche für nichts Hilfe. Ich hätte nie... Wie erklärst du uns dann die grünen Haare? Schreien grüne Haare, ich verstehe das Leben komplett und ich brauche für nichts Hilfe. Nein, gut, gucken wir weiter. Ich dachte, dass so etwas möglich gewesen wäre, wenn ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte. Das ist mir passiert. Ich kam schrecklich spät zur Arbeit, obwohl ich erst ein paar Wochen zuvor mit der Arbeit angefangen hatte. Okay. Ich hielt vier Tassen Kaffee für meine Mitarbeiter in der Hand. Aber als ich in den Aufzug eilte, stieß ich mit einem Mann zusammen und ließ zwei der Tassen fallen. Eine totale Katastrophe. Ich hatte keine Zeit, um neuen Kaffee zu holen. Wie heißt du? Maggie, sagtest du? Keine Sorge, ist nur Kaffee. Nimm meinen. Komm schon, mir ist sowas auch passiert, als ich neu war. Es war Brady aus der nächsthöheren Abteilung. Oh, Brady! Er hatte intelligente Augen, starke Arme und seine Karriere war wirklich im Aufschwung. An unserem Arbeitsplatz sollte man nicht mit seinen Mitarbeitern ausgehen, aber ich musste ihn aber nur einmal Brady. Treffen, um zu fantasieren. In den folgenden Wochen fand ich seinen Terminplan heraus und versuchte ihn zu erwischen. Alter! Okay. Ich habe das Gefühl, dass man sollte quasi nicht mit seinen Mitarbeitern ausgehen. Du kannst drüber nachdenken. Okay, meinetwegen, das ist Eintritt. In den nächsten Wochen fand ich seinen Terminplan heraus und verfolgte ihn überall hin, hing hinter seinen Scheiben und verfolgte ihn, wo auch immer er seinen Fuß hinmachte. Was? Ich? Stalker? Lächerlich. Aber ja, genau, das habe ich gemacht. Ist immer zu eilig, oder er war mit jemand anderem zusammen. Jetzt weiß ich, dass es besser gewesen wäre, wenn die Dinge so geblieben wären. Wenn es nicht Weihnachten gewesen wäre. Wir hatten eine Feiertagsfeier im Büro. Es war nach Mitternacht, aber mein Arbeitsplatz war genauso voll wie tagsüber. Die ganze Nacht wartete ich auf den richtigen Moment. Und sobald Brady allein war, setzte ich mich zu ihm. Hi, Wendy. Hi, Brady. Ich sehe, hast du heute keinen Kaffee in der Hand. Maggie. Ja, kein Kaffee. Oh, falscher Name. Oh, das tut weh. Da verfolgst du jemanden für ein halbes Jahr lang und dann nennen sie dich beim falschen Namen. Das ist ein Stich ins Herz. Morgen Abend? Oder nächstes Wochenende. Normalerweise würde ich in den Ferien nach Florida fahren, aber dieses Jahr konnte ich niemanden finden, der mitfahren wollte. Oh, sie fährt mit nach Florida. Ich dachte, dass ich gerne mit ihm gehen würde. Es ist jetzt schwierig, zwei anständige Zimmer zu buchen. Zwei? Eins würde schon reichen. Oh, okay. Maggie, mach mal halblang. Also, ich meine. Okay. An und ich starte zurück. Drei Stunden später waren wir auf dem Flughafen. Was? Wie passiert das? Wie? Wie bist du drei Stunden später mit gepackten Koffern im Flug nach Florida? Mit jemandem, der eben noch deinen Namen falsch ausgesprochen hat. Wie ein paar Tage in der Sonne oder in unserem protzigen Hotelzimmer mit dem Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür. Einmal zurück, bat mich Brady, niemandem zu erzählen, was wir getan hatten. Er hat nie jemandem gesagt, dass wir zusammen sind. Er hatte das Gefühl, dass viele Leute das schlecht interpretieren könnten. Immerhin war er 5 Jahre älter als ich und hatte eine hohe Position in der Firma. Ja, okay, okay, aber 25, 20 ist okay. Ja, das ist okay. Das ist jetzt nicht so traurig. Ich finde, also es gibt Altersunterschiede, da sagt man, hey, aber 25, 20. Das ist okay. Bei Monaten musste ich ihn immer anrufen oder ihm selbst eine Nachricht schicken. Er sagte oft, er sei zu beschäftigt. Oh, aber er war trotzdem bereit, sich manchmal Zeit zu treffen. Und das gab mir Hoffnung. Eines Morgens bemerkte ich, dass mein Kleid enger war als sonst. Oh-oh. Mein Bauch war merklich runder geworden. Oh-oh. Obwohl ich nicht viel gegessen hatte, weil ich so nervös war. Oh-oh. Ich schaute auf den Kalender. 6 Wochen. Ich habe nicht einmal auf das Datum geachtet. Das ist neu, oder? Ich habe das noch nicht gemerkt. Ich weiß nicht, ob das an dem Kanal liegt oder nicht. Aber diese Hintergrundeffekte, dieses oder das wie so dieses Anime war, das ist neu. Das kann ich appreciaten. Vielen Dank. Großes Lob an wer auch immer diese Videos macht. Hier, die Step Me Game Up. Verrückt. Aber mir fiel nur eins ein. Um sicher zu sein, kaufte ich 3 Tests auf einmal in der Apotheke. 2 Striche auf dem Test hätten nicht das Ende der Welt bedeutet, aber das erwartete ich. Stattdessen waren alle Tests negativ. Ich wartete noch eine Woche, aber es änderte sich nichts, obwohl mein Bauch etwas größer wurde. Das ist ich sagte Brady, weird. Dass ich schwanger war. Er überlegte eine Weile und sagte schließlich, na gut, dann wollen wir mal.
Ich war so glücklich. Das Anime überhaupt schon wieder. Niemandem von uns beiden zu erzählen, bis wir zusammen beim Arzt waren. Ich weiß nicht warum, aber ich schob das immer wieder auf. Ich wollte, dass Brady eine starke Bindung zu mir und unserem Baby aufbaut. Aber und ich also, du hast jetzt 15.000 Tests gemacht. Ein falsch Negativ ist auch relativ unwahrscheinlich ab der Menge, sage ich. Denk mal drüber nach, was ist, wenn es kein Baby ist? Dann wächst irgendein Tumor in deinem Bauch. Geh zum Arzt, junge Dame. Ich hatte Angst, dass meine Hoffnungen und Träume zerstört werden. Ich hatte Angst vor einem Tumor. Dass mit mir etwas nicht stimmt. Mein Bauch wuchs so schnell, dass er mir Angst machte. Und ich war nicht mehr in der Lage, ihn unter der Kleidung zu verstecken. Meine Mutter hatte mir gesagt, dass es bei Frauen unserer Familie erst spät offensichtlich wird. Nach etwa 2 Wochen bemerkte ich Dehnungsstreifen um meinen Bauchnabel herum. Holy Außerdem shit. Hatte ich Schmerzen und eine Migräne. Das kann doch nicht sein. Nach 2 Wochen ist dein Baby so groß wie eine, keine Ahnung, Erbse oder so. Da kann dein Bauch nicht so sein. Das ist... Nee. Aber ich sagte Brady nichts über meine Sorgen. Wir schienen endlich wie ein normales Paar zu sein und ich wollte nicht alles ruinieren. Jeden Morgen bemerkte ich, dass mein Bauch über Nacht noch größer geworden war. Mir kam die verrückte Idee, das ist kein Baby, das ist ein Mutant. Und dabei war ein Vampir zu gebären. Ja, nein, man weiß nicht, was es ist, aber es ist ein Mutant. Das, was in mir wuchs, mir die Kraft raubte und auf meine inneren Organe drückte. Und es war etwas Gefährliches. Tatsächlich schaute mich Brady beim Abendessen genau an, schluckte und sagte, meine Großmutter hatte Drillinge. Vielleicht sind... Das ist, was du hören willst. Du bist 20, ja? Du hast gerade mit deinem Job angefangen. Hast wahrscheinlich irgendwie... eine Ausbildung oder sowas mit 20. Ey, du hast nie im Leben hast du ein Studium. Du hast irgend so einen Einsteigerjob, ja? Das heißt, du bist einfach, du bist so am A. Aber sowas von, wenn du einfach Drillinge kriegst. Holy shit. Sind das mehr als nur ein Baby? Sein Vorschlag hat mich sogar ein wenig beruhigt. Zumindest war er besser als meine eigenen Sorgen. Ich wusste Kleines nicht, wie lange ich den Arztbesuch noch aufschieben konnte, da Brady nicht darauf bestand, mich dorthin zu bringen. Aber eines Tages wurde ich auf der Arbeit ohnmächtig. Ich hoffte immer noch, dass der Ultraschall ihn dazu bringen würde, ein Datum für unsere Hochzeit festzulegen. Aber tatsächlich setzte das Krankenhaus einen Termin für eine Operation fest. Du hättest das Gesicht des Arztes sehen sollen, als er den Ultraschall sah. Er sagte, dass er in seinen 20 Jahren als Mediziner noch nie ein Problem dieser Größe hatte. Es ist ein Parasit. Sie haben es ist ein Parasit. Sie hat ihn sich in Florida eingefangen, im Wasser. Das gibt doch so Viecher und dann leben die in deinem Darmtrakt und dann ernähren die sich davon und dann wachsen die creepy groß. Ich habe Fringe geguckt. Okay, ich kenne mich gut aus. Noch am selben Tag operiert. Sie konnten die Operation nicht eine Minute länger hinauszögern und sie mussten diese Sache so schnell wie möglich aus mir herausholen. Die Ärzte sagten, dass ich einen riesigen Tumor an meinem linken Eierstock hatte, der so viel wog wie 4 Tumor, Babys. Tumor. Wer hat Tumor gesagt? Ich habe Tumor gesagt. Ja, ich hab's gerochen. Mit meinem Schnuppernäschen habe ich's gerochen. Der Tumor war gutartig. Ich brauchte keine weitere Behandlung. Aber ich war immer noch erschüttert, weil es unsicher ist, ob ich in Zukunft Kinder bekommen kann. Oh, jetzt das ist hatte blöd. Brady keinen Grund mehr, sich weiter mit mir zu treffen. Er begleitete mich aus dem Krankenhaus und beachtete mich dann nur noch eine Woche lang. Nach einem Monat. Straight up savage. Die Arme, das tut mir schon ein bisschen leid. Also, das ist schon bitter. Also, wenn du. Keine Ahnung. Sie scheint ja echt auf den Typen zu stehen. Und wenn der dann einfach nur so eiskalt eine Woche später. Sie treffe sich nicht mehr. Er ruft ja an. So, weißt du was? Nee. Ich meine, fair von seinem Punkt. Ich glaube, er hat auch nie andere Signale gesendet. Sie hat sich nur Hoffnung gemacht, aber... Dann fing er an, mich bei der Arbeit zu meiden. Dann sagte er, dass er sich mit jemand anderem getroffen hätte. Und es keinen Sinn für uns macht, in Kontakt zu bleiben. Aber er sagte mir, ich solle auf mich aufpassen und auf meine Gesundheit achten. Ich muss aber fairerweise sagen, dass er immer bei mir geblieben ist, als ich krank war. Und das mehr will man doch nicht. Danke, dass du mir zugehört hast. Bitteschön. Ich bin gerne. Warum ist das Video? Hi, ich bin Annie. Hallo, ich bin Annie. Zen und ich bin Supergirl. Ich rette mutig dein Kätzchen. Wieso kommt hier noch eine zweite Geschichte hinterher? Seht ihr das? Hier, back to back. Der Dings ist noch nicht durchgelaufen. Hier war noch die andere Geschichte. Surprise! Bonus Story! Let's go, Annie! Von einem brennenden Gebäude. Gehe in einen Käfig mit einem Raubtier und balanciere über das Geländer einer Brücke über einem unendlichen Abgrund. Du bist nicht Supergirl, du bist in einem Zirkus. Aber ich bin nicht unsterblich und habe keine anderen Superkräfte. Du bist nicht Supergirl, du bist in einem Zirkus. Das ist nur ein Symptom einer unheilbaren Krankheit. Meine genetische Krankheit ist sehr selten. Es heißt Urbach-Wiethe-Syndrom. Es zerstört die Amygdala im Gehirn, welche für die Verarbeitung von Angst und Speicherung von Erinnerungen zuständig ist. Das heißt, sie hat keine Angst und sie hat keine negativen traumatischen Erfahrungen, wenn sie runterfällt oder sowas. Und deswegen ist sie furchtlos und schreitet über irgendwas hin. Und wenn sie runterfällt, ist sie halt tot. Das bedeutet, wenn ein Krokodil meine rechte Hand abbeißen würde, wenn ich es streichle, würde ich das nächste Mal meine linke Hand hinstrecken.
Mein Gehirn würde mir nicht die Gefahr mitteilen. Und das Gefühl der Angst kenne ich nicht. Es ist der Selbsterhaltungstrieb, der uns hilft zu überleben. Also bin ich immer in großer Gefahr. All das eben waren ziemlich krasse Beispiele. Meine Großmutter, welche mich aufgezogen hat, da ich meine Eltern verloren hatte, hat mir eine Liste erstellt, was ich nicht tun sollte. Ich sage die Liste jeden Tag auf. Bis ich 7 oder 8 war, war ich ein normales Kind. Was steht auf der Liste? Sag uns, was auf der Liste steht. Was sind deine Standardpunkte? Okay, heute nicht auf die Autobahn laufen. Okay, nicht von der Brücke springen. Schwierig, schwierig. Da muss ich mich mal zusammenreißen. Was haben wir noch? Keine giftigen Sachen essen. Alles klar, das kann ich mir merken. Was? Die Krankheit entwickelte sich schrittweise, während sie einen wichtigen Teil meines Gehirns zerstörte. Erst als ich aus Spaß aus dem Fenster meines Zimmers gesprungen bin und mir ein Bein gebrochen habe, haben sie mir endlich eine Diagnose. Ich habe gedacht, okay, das Brückenspringbeispiel ist vielleicht ein bisschen überzogen. Aber gut, wenn sie aus Spaß aus dem Fenster aus ihrem Zimmer springt, dann ist es vielleicht doch nicht so weit weg. Auf der ganzen Welt waren nicht mehr als 300 Fälle des Urbach-Wiethe-Syndroms bekannt. Also ist es keine Überraschung, dass eine Heilung nicht existiert. Noch nicht. Und das Erste auf der Liste meiner Großmutter war, dass ich nicht in brennende Gebäude gehen durfte. Oh, sie sagt so, das appreciate ich. So viele Geschichten, ja? So viele Geschichten. Fangen was an zu teasern und sind dann so, ja, aber dafür möchte ich euch jetzt nicht näher was erzählen. Wieso nicht? Dann fangt nicht alles zu erzählen. Ich appreciate, dass hier die Liste aufgezählt wird. Nicht in brennende Gebäude gehen. Let's go. Ich in das Nachbarhaus gestiegen war, welches gebrannt hatte. Damals war ich 11. Ich konnte da drin eine Katze hören. Zum Glück holte mich die Feuerwehr rechtzeitig. Hat sie die Katze gerettet? Lange Zeit danach ließ mich meine Großmutter aufsagen, dass ich mich von Feuer fernzuhalten hatte. Da sie den Grund für meine Furchtlosigkeit nicht kannten, ließen mich die Schulkinder verschiedene Dinge tun. Ich sagte immer nein, weil ich mich an die Anweisungen meiner Großmutter, nichts Neues zu probieren, erinnerte. Ich selbst konnte die Gefahr nicht einschätzen. Aber als sie mir Geld boten, konnte ich nicht anders. Drecksleben sein. Als ich verdiente ich meine ersten 50 Dollar, weil ich über das Geländer einer alten Brücke balancierte. Es war nicht sehr hoch und das Geländer war nicht schmal. Und ich habe eine ziemlich gute Balance. Aber ich bemerkte, dass die Typen, die mir Geld gaben, ziemlich beeindruckt waren. Ich bekam immer mehr Aufgaben. Es wurde eine Art Spiel unter dem Namen »Mach mir Angst, wenn du kannst«. Das meiste Geld hätte ich damit verdient, für eine Stunde in einem verlassenen Gebäude zu bleiben, welches eine Anstalt für Geisteskranke gewesen war. Ich sagte, das wäre einfach und wollte sogar die ganze Nacht bleiben. Die Leute überwachten den Ausgang und als es dunkel wurde, gingen sie alle nach Hause. Ich lief durch die leeren Gänge und legte mich auf einem Stück Karton schlafen. Die Polizei fand mich mitten in der Nacht. Meine Großmutter hatte die gesamte Stadt alarmiert, als ich nicht nach der Schule nach Hause gekommen war. Warum sagst du nicht wenigstens deiner Großmutter Bescheid? Bist du, yo... Ich komme heute nicht nach Hause, ich schlafe in der verlassenen Psychiatrie. Keine große Sache, ich mache 100 Euro dabei, also, you know. Und eine Freundin hatte gesagt, wo ich war. Die öffentliche Schule war nichts für mich, also wurde ich daheim unterrichtet. Und ich durfte noch nicht mal mein Geld abholen. Ich feierte meinen 16. Geburtstag mit einer Motorradfahrt mit einem Typ, den ich kannte. Es beschleunigte und ich liebte das Gefühl der verrückten Geschwindigkeit. Ich schrie ihm zu, schneller und schneller zu fahren, bis er die Kontrolle verlor. Oh, dann passierte hast du einen Unfall? Ich war etwa 3 Monate im Krankenhaus. Holy. Als ich nach Hause kam, sagte ich meiner Großmutter, dass es auf die Liste soll. Ich habe mich das ist saugefährlich. Ich hoffe, dass ich alle möglichen... Der arme Typ, das ist saugefährlich. ...Situationen kenne. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Crazy. Okay, soviel zur Bonus-Story. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, dann weiß ich, dass ich das öfter machen soll. Falls ihr einen Vorschlag für ein Video habt, dann schreibt den gerne in meine Kommentare. Und denkt ihr, diese Geschichte ist ausgedacht oder sie ist tatsächlich passiert? Also ich meine jetzt die erste, die Baby-Geschichte. Ich glaube, die zweite ist relativ, also so Krankheiten gibt's. Das ist jetzt, da müssen wir nicht groß drüber reden, da sind ja keine wilden Sachen passiert. Habt noch einen schönen Tag und gute Nacht oder guten restlichen Tag. Wochenende, was auch immer, weil ihr auch immer das Video guckt. Macht's gut.